Unser heutiger Gast ist Experte für Erfolg, Motivation und Chancenintelligenz. In den letzten 25 Jahren hat er über 50 Bücher geschrieben, mehr als 2000 Auftritte gehabt und er hat mehrere Unternehmen gegründet. Ich möchte heute herausfinden, wie dieser Mensch so erfolgreich werden konnte und vor allen Dingen möchte ich einen unglaublich spannenden Menschen besser kennenlernen. Schön, dass er da ist, Hermann Scherer. Lieber Hermann, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Erfolgreicher Unternehmer, Speaker, Buchautor. Wenn du versuchst, deinen Beruf kurz zusammenzufassen, was machst du eigentlich genau? Wenn ich das ganz genau wüsste. Also klar, der Beruf des Speakers ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Ich bin ein klassischer Business-Speaker, der eben in Firmen reist, gestern Abend im Schwarzwald gewesen und hat in der Regel bei einer Firmentagung eine Stunde, 90 Minuten einen Vortrag hält. So. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt. Wenn du jeden Tag reist, sprich jeden Tag im Flieger oder sonst wo sitzt, ist es dir ja unendlich langweilig, weil so ein Vortrag geht eine Stunde, aber im schlimmsten Fall ist die Anreise 10 Stunden, die Rückreise 10 Stunden, also 20 Stunden Bruttozeit für eine Stunde Nettozeit. Das heißt, ich muss diese 19 Stunden füllen und die fülle ich mit Buchschreiben. Und darum schreibe ich viele Bücher, ich glaube mittlerweile 50 Stück. Das geht leicht, wenn einem sehr langweilig ist. So. Das ist grob die Berufsbezeichnung. Mit welchen Inhalten beschäftigst du dich? Weil auf der einen Seite sprichst du viel, du hast viele Bücher geschrieben. Was sind so deine Kernthemen, mit denen du dich in deinem, ich sag's mal, Berufsleben auseinandergesetzt hast, über die du sprichst? Also die Kernthemen würde man wahrscheinlich oberflächlich bezeichnen, sowas wie ein bisschen Motivation, Glück, Chancen, Intelligenz ist so ein Kernthema von mir. In Wirklichkeit ist meine Hauptüberschrift, es gibt ein Leben vor dem Tod. Also ich glaube, dass wir Menschen unser Leben alle nicht leben, das ist auch keine ganz große neue Erkenntnis, aber ich will versuchen, Alltagssituationen unalltäglich zu beobachten und mal zu gucken, was machen wir eigentlich da so und warum ticken wir so, wie wir ticken oder warum ticken wir eben genau anders. Die Wissenschaft würde das auch ein bisschen unter dem Begriff Verhaltensökonomie bezeichnen und ich will mir anschauen, was machen die Menschen und schreibe darüber in den Büchern und bin selbst oft überrascht, zu welchen verrückten Ergebnissen ich komme. Was sind das für verrückte Ergebnisse? Also warum verrückt? Also Beispiel, also das habe ich in einem meiner Bücher geschrieben, ich liebe Kinderschokolade. Ja, also ich kann... Da bist du, glaube ich, nicht alleine, ja. Ja, aber ich glaube, ich wäre in der Konsummenge wäre ich wahrscheinlich Wetten, das Gewinner oder sowas. Also ich kann unheimlich viel Kinderschokolade essen und natürlich ist es dann, ich kann Nutella-Glas, 400 Gramm, könnte ich zum Frühstück ohne Brot auch essen. Was natürlich dazu führt, dass du einen relativ kurzen Genuss hast und dann das Ding länger auf den Hüften trägst. Und ich bin dann tatsächlich so ein verrückter Kerl, der dann das einmal gestoppt hat. Wie lang brauchst du eigentlich, um so einen Riegel zu verschlucken? Ich glaube, ich war bei 3 Sekunden gelandet. Und wie viele Jahre hängt er dir auf den Hüften? Und daraus ist dann zum Beispiel die These abgeleitet worden, dass wir Menschen halt sehr quick-win-lastig sind. Ja, also wir machen ja sehr, sehr viele Dinge, die uns einen schnellen Erfolg bringen, aber eigentlich langfristigen Erfolg verhindern. Da ist die Kinderschokolade jetzt ein kleines Thema. Bei Unternehmensberatern war das früher der Fall, dass sie gesagt haben, komm, lass uns schnell mal irgendwelche Erfolge erzielen, aber vielleicht nicht langfristig machen. Sorry, blödes Beispiel, Sex im Auto ist für mich ein Quick-Win. Also ich habe meiner Größe eh noch da keine Erfahrungen gemacht, aber viele machen Quick-Win, lieber irgendwas im Auto, als was Vernünftiges vielleicht im Bett, weil das Treppenhaus ist lang und da kann weiß Gott noch was alles passieren. So. Und so kam zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich dann versuche tatsächlich zu berechnen, wie viel Quick-Wins haben wir im Leben und machen damit eigentlich unser Leben kaputt, weil wir langfristige Ziele nicht verfolgen. Okay. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du kommst in mein Unternehmen, was kann ich da ganz konkret für mich mitnehmen? Also was würde ich jetzt aus so einem Quick-Win, den ich dann sozusagen von dir gewinne, lernen? Also ich bin ja kein Unternehmensberater, aber wenn ich Unternehmen berate, dann einzig in dem Bereich Sexiness. Also wie kann ich letztlich begehrlich werden, wie kann ich eine Marke aufbauen, nach außen bringen. Und da bin ich zum Beispiel auch der Meinung, nehmen wir die ganze Branche, die wir alle gut kennen, Buchautoren und so weiter. Ich erlebe viel zu häufig, dass Menschen sagen, ich will jetzt schnell ein Buch haben. Ja? Ich will jetzt schnell einen Vortrag halten, ich brauche jetzt schnell irgendeinen Auftritt. Und es ist ja auch alles heutzutage leicht machbar. Also man kann ein Buch in einem Tag schreiben, wenn es ist, und man kann es am nächsten Tag veröffentlichen, dann hast du in 3 Tagen dein Buch. So. Dann kommt aber immer der Punkt, dass die Menschen meistens sehr unglücklich sind, dass dieses Buch nicht die Wirkung hat, die man sich vorstellt, nicht diese Resonanz am Markt bringt. Und dann kommen die später und sagen, Mensch, ich bräuchte ja wieder eins. Und da ist dann meine These, dass ich wirklich sage, wenn du es ernst mit dir meinst, auch mit dem Firmenaufbau,
mach doch langsam, aber mach was Vernünftiges. Ja? Ich finde, es gibt mir viel zu viele Menschen, die morgen erfolgreich sein müssen. Ja? Und dann sage ich, Menschen, wir sind alle noch jung oder hoffen es zu sein, nimm da zumindest mal 2 Jahre Zeit. Es gibt ja diesen schönen Spruch, sorry für Karlsprache, aber passt so wunderschön, 2 Jahre Scheiße fressen, den Rest des Lebens Champagner trinken. Ja? Und ich habe das Gefühl, die meisten Menschen wollen immer nur Bier trinken. Und eben dann 2 Jahre mal ausharren, sparsam sein, dranbleiben, um dann wirklich auch den Erfolg zu haben. Und das halte ich für wichtig. Und das Was hat dich erfolgreich gemacht? Naja, also mich hat die Not erfolgreich gemacht. Also erstmal, ich glaube, klar, wir haben alle so irgendwo unsere Träume und mir war auch immer klar, dass ich meine Träume erfüllen will. Aber einer meiner Haupt-Signature-Points natürlich im Leben war Schulden. Also mein Vater war Lebensmittelhändler, war ein guter Mann, da hat einfach viele Fehler gemacht. Und so ist er dann zu seinem 70. Geburtstag gekommen und hat gemeint, ob ich denn nicht das Erbe antreten will. Und dieses Erbe waren aber ein kleines Haus, circa 1 Million wert, aber Schulden von 4,8 Millionen. Das war ein Supermarkt-Einzelhandel? Ja, genau. So ein Supermarkt? Ja, oder? Genau. So Supermärkte, es waren 2, 3 kleine, aber ist ja auch schon eine Zeit her. Und ich habe dann dieses eine Haus übernommen. Warum hast du das übernommen? Wusstest du das, was du da gemacht hast? Na, also erstens, man weiß es ja nie so ganz genau, weil die Schulden stehen ja nicht so auf einem einzigen Konto, sondern das sind ja viele Darlehensverträge und sonstiges. Aber warum habe ich es unternommen? Ganz einfach, Liebe, geliebt werden wollen, Selbstüberschätzung, Liebe zurückgeben wollen. Also das sind ja viele Dinge, die eine Rolle spielen, die alle nicht rational sind. Ja, also selbst unser Steuerberater hat noch zu meinen Eltern gesagt, einen noch dümmeren Menschen als euren Sohn werdet ihr nicht finden, der euch dieses Ding abnimmt. Und da hat er natürlich recht gehabt. Aber ich habe es halt dann dennoch genommen. Und das war dann natürlich schon der Punkt, also wenn du 4,8 Millionen Minus hast und auch damit kein Geld mehr hast, um irgendwas zu investieren, ist klar, du bist gezwungen, und da bin ich heute sehr, sehr dankbar drüber, du bist extrem gezwungen, groß zu denken. Also du stellst ja nicht mehr die Frage, wie kriegst du mal 10.000 Euro runter, weil über 10.000 Euro lachst du schlichtweg, sondern also stellst dir die Frage, wie kriegst du 5 Millionen in einer absehbaren Zeit wieder zurückbezahlt. Wie schafft man das? Ja, und dann bin ich, dann habe ich mir die Frage gestellt, sorry für den Pragmatismus, die Frage gestellt, welche Branche gibt es in Deutschland, wo man nichts investieren muss, außer Briefpapier und sehr viel Geld verdienen kann. Und so bin ich Redner geworden. Tatsächlich, war das wirklich, ich mir das vorstellen, du sitzt da zu Hause auf dem Sofa und überlegst, welcher Branche werde ich am schnellsten reich? Ja. Also kapitalistisch getrieben. Weil du, ich bin auch so ein Freund von Sinn und so weiter, aber bei 4,8 Millionen stellst du dir nicht mehr viele Sinnfragen. Ja? Da stellst du dir die Frage, wie kommt morgen die Kohle aufs Konto? Aber würdest du sagen, dass du damals schon ein Talent dafür hattest? Dass du auch gemerkt hast, ich könnte ein guter Redner sein und das ist die Branche, wo es mich hinzieht? Oder hätte es auch was ganz anderes sein können? Nein. War es eher Zufall, dass du diese Branche ausgewählt hast? Also Zufall im Sinne von, dass es sinnvoll war aus wirtschaftlichen Gründen, aber nicht unbedingt deiner Profession. Also es gibt schon einen kleinen Zwischenschritt, der noch erwähnt werden muss. Ich war neben meiner Einzelhändlerei auch schon bei Dale Carnegie als Persönlichkeitstrainer unterwegs, wenn man so will. Also ich kannte die Branche so ein bisschen. Mir ist ja damals schon aufgefallen, damals gab es noch Arthur Lassen, der ist dann gekommen, hat eine Stunde ein paar Witze erzählt und hat mehr verdient als ich am ganzen Tag, obwohl ich den Tag organisiert hatte. Und dann dachte ich mir, da geht doch was schief. Und das ist ja das Paradox in unserer Branche, dass ein ehrwürdiger Trainer, Berater, Coach sich den ganzen Tag abmüht, dann noch individualisiert, personalisiert, dann noch schwitzt dabei und relativ wenig Geld verdient, während ein Speaker, wenn er es gut macht auf der Bühne, eine Stunde da ist, sein Lied singt, 2 Witze erzählt, ich mache es jetzt bewusst so plakativ, noch einen Kaffee trinkt und den 5- oder 10-fachen Satz in Rechnung stellt dafür. Und da war mir klar, kapitalistisch gesehen musst du diesen Weg gehen. Ja. Darf ich fragen, was du heute für einen Auftritt bekommst, für eine Stunde Vortrag? Ja, also es wird ja nicht in Stunden gerechnet, manchmal ist es mehr, mal weniger, aber mein klassischer Satz ist 9.800 Euro. Also das heißt, eine Stunde Vortrag halten 9.000 Euro, das ist das, was dich in die Branche getrieben hat. Ja, damals wäre ich mit weniger auch schon zufrieden gewesen, aber es hat sich natürlich auch entwickelt, schon ein paar Jahre her. Also ja, das ist das, was auch heute, glaube ich, für einen guten Vortrag eben bezahlt wird. Ja. Ich glaube, dass viele tatsächlich genau diese Motivation in diese Branche treibt. Ja. Und ich halte das meistens für sehr naiv, was diese Menschen dann auch nach einer gewissen Zeit... Ja. Was hast du anders gemacht als die Menschen, die das aus der gleichen Motivation machen, aber meistens, muss man an der Stelle sagen, nicht schaffen?
Ich habe nichts anders gemacht. Das Einzige, was wirklich anders war, und ich bin auch nicht besser und ich bin auch nicht talentiert. Im Gegenteil, ich bin in meinen Augen ein glaubhafter Beweis dafür, dass man es ohne Talent schaffen kann. Wobei die Wissenschaft ja sowieso sagt, dass es Talent oben ansetzt. Also jeder von uns kann ein guter Klavierspieler werden, wenn er genug Zeit verbringt und so weiter. Talent macht aus dem Klavierspieler einen sensationellen Klavierspieler. Nein, der Punkt war einfach nur, ich konnte nicht aufhören, weil meine Schulden immer noch da waren und ich hatte keinen Plan B. Und ja, ich habe heute wirklich das Gefühl, dass die Menschen glauben, da gehst du schnell auf die Bühne, erzählst zwei Witze und kriegst so und so viel 1.000 Euro, was grundsätzlich ja auch stimmt, aber du natürlich schon einen ganz schönen Durchhalteweg brauchst und Zeit brauchst und, sorry, Fleiß brauchst, die Dinge voranzubringen. Ich habe in diesen 5 Jahren mit diesen Schulden, also ich habe es dann tatsächlich in fast 5 Jahren abbauen können, war sensationell, aber da gab es halt, also ich habe 5 Jahre nicht Champagner getrunken. Ich habe halt wirklich Tag und Nacht gearbeitet und ich habe auch samstags, jeden Samstag heulend im Büro gesessen, weil ich wusste, dass gerade irgendwelche Freunde gerade beim Feiern und Bier trinken sind und ich halt vor irgendeinem. Wie hast du das gemacht? 30 Jahre, 5 Millionen Schulden, ich werde jetzt Speaker. Was waren die ersten 5 Jahre? Wie muss ich mir diese 5 Jahre vorstellen? Womit hast du den ersten 1-2 Jahren angefangen? Was war der Start? Also der Start war, also es war natürlich so eine Mischung aus Training, also am Anfang machst du den Fehler, dass du alles tust. Ja, das ist ja ein Bauchladen, also ich war ja Trainer. Du sagst Fehler, aber am Ende des Tages hatte ich das in 5 Jahren zu einer Menge Erfolg geführt. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ob es nicht doch schlauer wäre, sich zu spezialisieren. Andersrum, also ich habe mal gelernt, wenn du erfolgreich sein willst, musst du immer, wenn eine Frage kommt, schon die Hand hochgehoben haben, bevor du weißt, wie die Frage zu Ende geht. So. Und ich habe zu allem Ja gesagt. Ja, und ich kann mich nur an eine schreckliche Situation erinnern. Also früher gab es ja noch Hans Meiser in RTL, dieses rote Sofa. Und ich werde es nie vergessen, es war ganz am Anfang, da ruft mich einer an, berühmter Psychologe, sagt, Gera, wollen Sie übermorgen bei Hans Meiser im Fernsehen sein? Roten Sofa. Und ich natürlich, jo, so, habe es Ja gesagt, alles schon am Laufen. Und erst am nächsten Tag frage ich, wieso eigentlich? So. Und dann sagt er, ist kein Witz, dann sagt er, als Eifersuchtsexperte. Und dann war ich in Köln gesessen, habe festgestellt, dass ich genauso tief sitze wie hier, keine Kniestrümpfe anhabe oder dabei hatte, was ja extrem schlimm ist, weil beim Fernsehen, man soll ja als Mann kein Bein zeigen und so weiter, habe mir dann in Köln am Abend, da ich kein Geld hatte, ich habe zwar noch den Flieger bezahlt mit Karte und Co., aber ich hatte kein Bargeld, ich habe mir das Geld zusammengebettelt, um mir Kniestrümpfe zu kaufen, um am nächsten Tag bei Hans Meiser dann drin zu sein, mit den Worten noch begrüßt worden, übrigens, Scherer, es ist live. Ja? Und dann musste ich, das kann man gar nicht erzählen, dann kamen da so Fragen auf, wie ein Mann schnüffelt immer an den Höschen seiner Frau, Herr Scherer, was sagen Sie dazu? Ja? Und dann stehst du da und erzählst halt irgendein Blödsinn. Also insofern, da war ich auch Eifersuchtsexperte. Ja. Also zu so breiten Dingen würde ich heute nicht mehr Ja sagen. Ja, aber ich habe früher jede Chance genutzt, um irgendetwas zu tun. So. Und ja, das meine ich schon auch mit Fleiß, eben wirklich halt Chancen nutzen, dranbleiben. Was hast du sonst unternommen? Also das ist, glaube ich, nachvollziehbar für jeden. Die Gefahr ist, dass man sich verzettelt. Gleichzeitig, wenn man viele Chancen nutzt, kann aus vielen Chancen auch wieder nächste Chancen entstehen. Und wenn man dann fleißig ist und jede Chance nutzt, dann kann das am Ende des Tages zu Erfolg führen. Was hast du ansonsten in den ersten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren richtig gemacht? Naja, dann so die ersten Bücher geschrieben. Damals war ich noch nicht in der Lage, ein ganzes Buch zu schreiben. Das war mir zu anstrengend und auch zu viel, auch von meinem Wissen her. Also habe ich Sammelbände geschrieben. Die habe ich auch so aufgebaut. Also es waren immer 12 Autoren. Ich sage immer 11 Gute und ich. Und so konnte ich mir dann auch in diese Liga der Guten raufarbeiten, obwohl ich da vielleicht noch gar nicht drin war. Ich wollte halt Sichtbarkeit machen. Habe dann auch Veranstaltungen durchgeführt. Das ging interessanterweise gut. Habe die Süddeutsche Zeitung damals angeschrieben. Hey, braucht ihr nicht Veranstaltungen? Habe gesagt, ja, aber nur mit guten Leuten. 10 Gute und ich, also wieder die gleiche Geschichte. Und habe mich dann eigentlich, indem ich andere erhöht habe, Living is Giving, mich dann auch selbst ein bisschen in diese Riege einreihen können und das heißt, zeig dich mit anderen erfolgreichen oder, ja. Oder nicht mit anderen, zeig dich mit erfolgreichen ja. Menschen dort, wo du hin möchtest. Ja, ja. Allerdings, und dann auch die Qualität zu haben, die dem Versprechen nachhält, die hatte ich nicht. Ja? Also ich bin ja ein kleines Marketing-Genie, wenn ich so unbescheiden sagen darf, ich kann mich schon irgendwo hinpushen, aber was nützt dir das, wenn du dann keine Leistung bringst? Und ich weiß noch, mein erster großer Vortrag, also ich hatte am Vorabend noch ein Training, gut gefeiert, alles großartig, also gut gefeiert worden. Aber dann kam mein erster großer Vortrag, 700 Leute in Düsseldorf. Ich war nur eine Stunde, also so ein kleiner Act am ganzen Tag.
700 Leute drin. Nach 10 Minuten stehen 400 Menschen als Trauben am Ausgang. Ja? Und du stehst auf der Bühne. Ich hätte mich live direkt umgebracht, wenn ich eine Pistole gehabt hätte. So. Da wären auch wieder alle reingekommen wahrscheinlich. Aber also ich hatte keine Pistole und habe dann diese Stunde durchgezogen. Aber ja, das war dann so ein typischer Fehler. Ich habe dann extrem viel Marketingkraft und Power gehabt, konnte mich extrem gut vermarkten, aber konnte dann die erste Zeit auf der Bühne dem nicht nachhalten. Gab es Momente, wo du überlegt hast, aufzuhören? Selbstverständlich. Die gibt es ja selbst heute noch. Ja, also es gab die Momente, wo ich das überlegt habe. Und überlegen, aufzuhören, ist noch ein sehr euphemistischer Ausdruck. Also nach so einem Tag bist du ja eh dabei, dass du ohne Alkohol nicht leben kannst. Zumindest dann im Abend. Aber du stellst dir wirklich die Frage, wäre es nicht besser, dich sowieso umzubringen? Weil du, also ich brauchte ja fast ein Jahr lang, bis du wieder vom Selbstvertrauen auf normal null bist. Ja, also der eine Abend ist ja schnell rum, ja, und dann trinkst du halt wirklich mal eine halbe Flasche Wein und die Geschichte ist in Ordnung. Aber wenn man so Speaker auf der Bühne sieht, ja, empfindet, glaube ich, der Zuschauer immer ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Und dann empfindet, glaube ich, ja, das Gefühl meistens, dass der Speaker in einer ganz anderen Liga spielt, was das angeht, als man selbst. Täuscht das? Klar. Also das ist dann schon, ich habe jetzt meinen 3000. Vortrag gehalten. Ja, also natürlich beginnst du dann am Schluss irgendwann eine Souveränität zu entwickeln und auch so ein bisschen ein Wurstigkeitsgefühl, ja. Aber auch ich bin immer noch aufgeregt, Gott sei Dank, weil wenn ich es nicht wäre, würde ich keinen Leistungsabruf haben. Und da kann mir einer erzählen, was er will. Ich glaube, es gibt unter 1000 Speakern einen, der das locker nimmt. Ja. Und ich habe alle Top-Speaker gesehen, wie sie in der Bühnengarderobe, wenn sie da noch zum Heulen anfangen, sowohl davor, weil sie aufgeregt sind, als auch danach, weil sie nicht gefallen hat. Und nee, also das ist ein Hochleistungsjob. Und der ist umso hochleistender, umso lockerer es aussieht, umso schwieriger ist es, weißt du ja auch. Das ist enorm, was da dahinter steckt. Und natürlich hast du da diese Ängste. Und es gibt ja auch diesen blöden Spruch, als Redner gehst du, oder als Künstler überhaupt, du gehst am Abend entweder mit einer Flasche ins Bett oder mit einer Frau, also aus männlicher Sicht. Warum? Weil du auch, also ich habe immer die Flasche gewählt, aber weil du ja auch gar nicht mehr in der Lage bist, dann mit Adrenalin runter. Da kriegst du ja noch Applaus, bist aber vom Adrenalin natürlich ganz da oben und danach sitzt du in deinem Hotelzimmerchen und stellst da eigentlich die Sinnfrage über diese Welt, ja. Also, es ist so. Jetzt sagtest du gerade am Anfang, hattest du das Gefühl, dass du dich, so interpretierst, über Wert verkauft hast. Das heißt, du hast irgendwo viel getrommelt, du hast Auftritte bekommen, viel versprochen, aber nachher vielleicht gar nicht gehalten. Wie bist du da rausgekommen? Naja, einfach nacharbeiten. Ja, also ich habe es dann schon halten können auf die Dauer. Das war ja auch gar kein bewusstes Übertrommeln. Ja? Also der Hauptpunkt, das erlebe ich heute ja auch, ich bilde ja mittlerweile viele, viele Speaker aus, und wenn die auf der Bühne stehen, dann glauben die häufig, dass das, was sie an Inhalt zu sagen haben, ausreichend ist für einen Vortrag. So. Und meine These ist, inhaltlich gesehen, kann jeder Professor dieser Welt das in der Regel besser, weil auch wissenschaftlich besser fundiert, und in der Regel günstiger, weil Professoren, bis auf ein paar Ausnahmen, in der Regel ganz wenig Geld verdienen und dankbar sind, für 300-400 Euro mal einen Vortrag zu halten. So. Und die Besonderheit eines solchen Speakers liegt ja darin, noch andere Elemente einzubauen. Die können sein Spaß, Humor, können aber auch sowas sein wie Provokation, kann auch sowas wie Emotion sein, die dann eigentlich den Beruf oder den Speech zu dem machen, was es ist. Darum sind ja die Konkurrenten von vielen Speakern nicht die Professoren und Co., sondern fast eher die Comedians und Zauberer, wenn man so will. Und da merke ich, dass ganz viele Menschen unterdelivern, weil die halt denken, die erzählen jetzt das, was sie sagen wollen, sprich, was sie sich so am grünen Tisch zusammengereimt haben an Informationen, und wundern sich dann, dass diese Informationen allein gar nicht ankommen. Ich stelle dagegen fest, du musst die Informationen um 50% reduzieren, aber die anderen 50% mit etwas auffüllen, was das Ding transportiert, erlebbar macht, angreifbar macht, verstehbar macht, und dann macht das Sinn. Das heißt, ich fasse mal kurz zusammen, hilf mir bitte. Ja. Du hast angefangen, letztendlich zu trommeln, du bist nach draußen gegangen, ja. Du hast angefangen, Inhalte zu entwickeln, Elemente zu entwickeln, wie ja. Emotionen, gute Rhetorik. Ja. Du hast Veranstaltungen organisiert, um dich selbst sozusagen ja. mit anderen Experten zu positionieren. Ja. Du hast Bücher geschrieben mit anderen Experten. Was hast du noch richtig gemacht, um, ich fasse nochmal kurz zusammen, fast 5 Millionen Euro Schulden in 5 Jahren aufzuarbeiten, zurückzuzahlen?
Was habe ich noch? Hat der Supermarkt auch dazu beigetragen oder lief das quasi außer Konkurrenz? Nein, der hat dazu leider nicht beigetragen. Ich habe die dann auch zugemacht, vermietet und Co. Aber das war einfach, war ein durchlaufender Posten. Nein, also der Schuldenabbau kam schon zu 99%, wenn nicht zu 100% dann aus dieser Tätigkeit. Mein Hauptschlüssel war, heute ist der Begriff relativ bekannt, Not-to-Do-Listen anzulegen. Ja? Also damals gab es noch keine Smartphones, ich habe mir damals eine Eieruhr gekauft und habe diese Eieruhr auf 6 Minuten gestellt, typische Refa-Methode, Zeiterfassungsmethode, und habe einfach mal alle 6 Minuten das Ding klingeln lassen und habe dann aufgeschrieben, was hast du eigentlich gerade in dem Moment, als diese Uhr geklingelt hat, eben nun mal getan. So. Und darauf habe ich ausgewertet und festgestellt, ich habe 17% meiner Zeit damit verbracht, wirklich Umsatz zu machen, Kohle zu machen, was bei 4,8 Millionen halt das Signifikante ist. Und 83% meiner Zeit habe ich mit Dingen gemacht, die man in der Sozialstruktur Unternehmen eben so macht. Ich war der einzige Mann. Ja, du trägst ja mal einen Kasten Wasser für deine Damen hoch. Du kochst ja deinen Kaffee selber, weil du warst ja emanzipiert. Du hängst da mal ein Bild auf. So. Und ich habe dann gesagt, hey, stopp, aus. Ich koche mir keinen Kaffee mehr selbst. Ich hänge kein Bild. Ich mache gar nichts mehr. Da haben die gesagt, Mensch, Hermann, früher warst du ja verschuldet. Jetzt bist du noch arrogant dazu. Sage ich, ja, aber ich mache das nur, um euren als auch meinen Hintern zu retten. Weil mein Lieblingsspruch, das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Und einfach um die Dinge zu tun, die dich signifikant voranbringen. Und wahrscheinlich ist es meinem Jahrgang geschuldet, aber meine These ist, es ist ein Fleißthema. Also wenn ich eins unbescheiden sagen darf, ich war fleißiger als alle anderen. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen dann sagen, Mensch, ich möchte ja auch werden und ich will auch werden. Und dann schaust du in Facebook rein und dann sind die heute beim Golfen und morgen da, was ich denen alles gönne und großartig finde. Aber die rufen dich halt dann auch 3 Tage später an oder 3 Wochen später an und sagen, du, bei mir hat es nicht funktioniert. Sag ich, kein Wunder, aber dein Handicap ist besser geworden. Ja? Und also drum war, glaube ich, gar nicht so sehr die Frage, was habe ich, also ich habe, glaube ich, alle Spielregeln gemacht, die man eben, wie du sie gerade so schön zusammengefasst hast. Wobei ich übrigens sagen würde, Rhetorik spielt keine Rolle, um guter Redner zu werden. Im Gegenteil, ich glaube, dass Rhetorik schädlich ist. Dramaturgie spielt eine große Rolle. Das ist für mich ein großer... Lass uns da gleich nochmal genau reingehen. Würde mich sehr interessieren, was eine gute Rede ausmacht. Erst kurz den Punkt, weil ich das unglaublich spannend finde. Also der Punkt war dann tatsächlich, einfach wirklich fleißiger zu sein. Alle Spielregeln, die man eben so braucht, zu machen. Ich habe klar ein Profil von mir geschrieben, habe sehr viel in Beratung für mich selbst investiert. Es ging halt dann immer wieder so ein bisschen, dass ich mal wieder ein bisschen Geld übrig hatte, halt natürlich auch mein Profil gefeilt. Aber dieses Nicht-Tun, das finde ich unglaublich spannend, okay. Weil ich glaube tatsächlich auch, dass es ein großes Erfolgserlebnis ist, was unglaublich schmerzhaft ist aus eigener Erfahrung. Wie schaffst du es, Dinge nicht zu tun? Das ist ja wirklich eine Kunst. Also die 2 Ansätze. Der kleine Ansatz ist, dass du dir wirklich bei allem die Frage stellst. Ich habe da immer so Zettelchen früher rumliegen gehabt, bringt dich das, was du jetzt gerade tust, wirklich deinen Zielen näher? So. Und wenn du dann überprüfst, musst du ja feststellen, das tut es nicht. Ja? Und wenn du dann dein Leben überprüfst, dann muss man auch ganz klar sagen, du darfst eben nicht Fernsehen gucken, im klassischen Sinne, außer Gedanken tanken oder sowas. Du darfst aber eben nicht irgendeinen Blödsinn machen. Du darfst halt dann eben in Ernstsituationen nicht ins Kino gehen, außer es inspiriert dich, weil du gerade sowas machst. Also tatsächlich, das ist der kleine Weg. So. Der große Weg ist die radikale Umstellung deines Lebenskonzeptes. Ja? Also mein Lieblingsspruch heißt ja, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Mhm. Jeder Mensch hat eine Leistung ist Potenzial minus Störfaktoren. Ja? Also ich war mal, ich bin mit einer sehr spirituellen Frau verheiratet, gehe einmal im Jahr ins Schweigekloster und da habe ich meinen Meister mal gefragt, was ist eigentlich Leistung? Und er hat wie aus der Pistole geschossen gesagt, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktor. Was steckt dahinter? Das Potenzial ist, was wir sind? Wir alle sind großartige Menschen. Wir haben ein Riesenpotenzial. Die Spirituellen würden jetzt sogar sagen, wir tragen das Göttliche in uns. Ja? Das haben wir, aber wir ermorden das Potenzial aufgrund von Störfaktoren. So. Mhm. Und wenn ich mir einen Menschen anschaue, dann ist der eigentlich, um es so hart auszudrücken, 80% seines Lebens mit Mördern umgeben. Und zwar Mörder, die sein Potenzial töten, weil er Dinge macht, die nicht seinem Potenzial entsprechen. So. Sind wir nicht selbst unsere größten Mörder? Ja, natürlich. Ja. Also wir sind unsere größten Mörder. Wir sind die Mörder selbst, weil wir denen ja geben. Ich schreibe ja viele Bücher über Chance und Chanceintelligenz. Ich sage immer, der größte Feind der Chance
ist die Chance. Ja, weil du ja, du gehst da hin, aber da schreit dir schon wieder eine und sagt, komm doch zu mir, das ist einfacher. Und dann das würde beim Nein sagen, ne? Nein, so, also Chancen Nein zu sagen. Nein, also das Leben besteht aus Abwehr. Guck mal, aus männlicher Sicht, ich weiß nicht, wie viele Frauen es gibt, die grob zu uns zusammenpassen würden, es sind Millionen oder Milliarden. Du kannst nicht alle Optionen greifen, weil du dann logischerweise bei keiner einzigen landest, weil du eben vorher stirbst, bevor du fertig bist. Ja? Und es gibt auch den schönen Spruch, wer sich alle Türen offen lässt, wird nie einen Raum betreten. Ja? Also du musst halt einen Raum betreten und dann am besten auch die Tür mal wieder zu machen. So. Aber und der andere Ansatz für dieses, also erstmal These, wir alle haben was, ein Riesenpotenzial in uns, will heißen, wir sind vielleicht die besten Verkäufer, aber wie viel verkaufen wir? Wir sind vielleicht die besten Maler, wie viel malen wir? Wir sind vielleicht die besten was auch immer, aber machen tausend andere Dinge. So. Das heißt, alles, was nicht deinem Traumpotenzial entspricht, darfst du, wenn du radikal mit dir umgehst, nicht selbst tun. Bügeln ist verboten. Außer du verdienst weniger als die Bügelhilfe, der du das Hemd zum Bügeln gibst. Und wenn du weniger als die Bügelhilfe verdienst, wäre die nächste Frage, ob du nicht erst recht was anderes tun musst, um dich weiter zu qualifizieren, damit du langfristig mehr verdienst als die Bügelhilfe. So. Was sagst du Leuten, die gerne bügeln? Dann ist es in Ordnung. Also wenn die wirklich sagen, hey, ist für mich meditativ und so weiter, weil ich glaube, bei 80% ist eine Ausrede, aber grundsätzlich ja. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn sie sich für die Weltmeisterschaft, die gibt es wirklich für die Weltmeisterschaft, das extrem Bügeling vorbereiten, dürfen sie auch gern bügeln. So. Mhm. Bügel ist auch bitte nur die Metapher dafür. Ja. Aber ein schönes Beispiel, ich bin jetzt seit 5 Jahren mit einem Fahrer unterwegs. Und ich fand einen Fahrer wahnsinnig dekadent, weil der kostet Geld, wenn er fährt, der kostet Geld, wenn er auf dich wartet, der hat Hunger, dann will er noch was essen und dann will er noch schlafen, wenn du unterwegs bist und er schläft nicht bei dir im Bett. So. Das heißt, ein riesiger Kostenblock. Und ich fand das immer extrem schlimm. Und heute muss ich sagen, es war die größte Dummheit meines Lebens, 30 Jahre keinen Fahrer zu haben, weil ich gar nicht weiß, wie viel ich hätte verdienen können, wenn ich die Zeit, die ich in meinem Leben gefahren bin, mit Arbeit verbracht habe. Ich habe das in den Vorgesprächen, wenn wir uns unterhalten, merke ich, dass du bist wie stark im Delegieren. Das heißt, ich glaube, das Autofahren, du sprichst es gerade selbst an, du reist häufig mit einem eigenen Assistenten, der dich sozusagen wirklich auch zu Terminen begleitet, zu deinen Vorträgen, auch zu diesem Interview. Ja. Ich glaube, selbst beim Bücherschreiben hast du sozusagen Unterstützung, da bist du auch gut im Delegieren. Also 5 Leute. Ja. 5 Leute, die beim Bücherschreiben unterstützen. Ja. Was delegierst du sonst noch so alles weg? Das Bügeln wahrscheinlich auch, wie ich gerade rausgehört habe. Ja, also die Radikalität des Konzeptes würde bedeuten, du musst alles wegdelegieren, was nicht deinem Kernpotenzial entspricht. Was entspricht deinem Kernpotenzial? Ja, also wenn, da könnte man jetzt natürlich lange drüber reden, was das dann immer ist, aber wenn ich jetzt sage, ich bin Redner und ich kann gut Vorträge halten oder kann gut Speaker ausbilden oder kann gut Bücher schreiben, dann wären das jetzt mal 3 Kernpotenziale, eh schon ziemlich viel, und alles andere ist es nicht. So. Also die Frage ist ja, alles, was jemand anders auch kann, musst du abgeben. So, weil man davon ausgehen kann, dass du nur dadurch deinen Tagessatz erhöhen kannst, weil wenn ich natürlich einen Vortrag mehr halte, dann habe ich logischerweise mehr verdient als wahrscheinlich irgendjemand anders, der die Sache macht. Und so haben wir, also auch meine Frau und ich, unser Leben aufgebaut. Wir versuchen, in einem sehr, sehr großen Luxus zu leben, aber nicht aus Luxusgründen. Also wir haben jemanden, der macht uns den Haushalt, wir haben jemanden, der mäht uns den Rasen, wir haben jemanden, der schraubt uns 5 Lampen ein oder sowas. Aber jetzt nicht, weil wir wie Pascha auf dem Sofa sitzen wollen, sondern weil ich mir halt die Frage stelle, meine Frau ist ja auch eine sehr begabte, großartige Frau mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Wovon haben wir mehr? Ob sie abspült oder ob sie ihre Fähigkeiten einsetzt und nebenbei beim Einsatz ihrer Fähigkeiten nicht nur mehr Geld verdient, sondern logischerweise auch noch mehr Spaß hat als beim Abspülen. So. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, diese Radikalität einzusetzen, dann ist das ein großartiger Weg. Das setzt, glaube ich, immer voraus die These, dass wenn ich etwas ganz, ganz intensiv mache und richtig gut kann, bei dir das Reden, und mich darauf voll fokussiere, dass ich da dann, wie du es vorhin auch schon mal bei dem Klavierspieler gesagt hast, nicht nur gut bin, weil das kann jeder, sondern exzellent. Exzellent. Ja. Ist das dein Erfolgsrezept, dass du inzwischen exzellent bist in dem, was du tust? Ich strebe das immer noch an. Exzellenz ist eine Reise und kein Ist-Zustand. Aber ja, das ist das Erfolgsrezept. Und ich glaube, und das ist der Punkt, warum sie alle... Und wenn du eben in was nicht exzellent bist, hast du ja sowieso ein Problem. Ja, also... Wenn ich nichts exzellent kann, habe ich ein Problem. Erklär mir das. Naja, guck mal, also in dem Moment, also wenn du exzellent bist, in was auch immer, dann wirst du in der Regel eine exzellente Firma haben damit oder wirst irgendwie exzellent bezahlt werden für eine exzellente Leistung. Das heißt, du hast also irgendwo deine Gabe, die dir Gott gegeben hat, in die Welt gebracht und darfst damit Geld verdienen. Man kann mit dem Geld ja nebenbei auch noch was Gutes anfangen. So. Wenn du aber diese Exzellenz noch nicht erreicht hast, dann ist meine These,
dass die eigentlich jeder Mensch immer noch erreichen sollte, weil deswegen sind wir auch hier auf dieser Welt angetreten, um aus unserem Leben etwas zu machen. Und wenn das aber noch nicht der Fall ist, dann musst du eben an dir noch arbeiten. Weil, und jetzt sind wir wieder bei dem Potenzial, ich glaube, dass jeder Mensch das Potenzial in sich trägt, Exzellenzes zu machen. Er hat vielleicht den Weg dorthin noch nicht gefunden. Was sagst du Menschen, die besonders gerne viele Dinge machen, die besonders gerne viel Abwechslung haben, die breit aufgestellt sind, generalistisch veranlagt sind? Was sagst du diesen Menschen? Groß, kann man auch da exzellent werden? Naja, dann wäre man exzellent im generalistischen Tun. Also viele Manager müssen in meinen Augen Generalisten sein, weil sie an sich von nichts wirklich echte Ahnung haben, aber von vielem so ein bisschen. Das kann dann schon in Ordnung sein. Im unternehmerischen Wesen würde das wahrscheinlich bedeuten, dass sie ihr Können nicht wirklich skalieren können und damit in der Regel sehr wahrscheinlich weniger Geld verdienen als jemand, der eine Sache zur Exzellenz treibt, das skaliert und dann immer wieder voranbringt. Ich finde das ganz spannend. Du bist jetzt auch Dozent bei uns in der Gedankentanken Business Factory, ja, in unserer selbstständigen Ausbildung. Danke für du die hast Ehre. Schon viele, viele, ich glaube, kann man sagen, inzwischen 1000 Menschen dabei begleitet, Speaker zu werden, zumindest bei viele, viele hundert. Ja, also sicherlich auch über 1000 und ja auch nicht nur Speaker, sondern natürlich allgemein Menschen, die mehr oder weniger freiberuflich drin zu sein, zu helfen, die Marke aufzubauen. Und zu helfen, gute Tauschgeschäfte aufzubauen. Ja, also wenn zu mir einer, sagen wir mal, zumindest mit 30 plus Jahren sagt, Mensch, ich kann mir die Ausbildung für 5000 Euro nicht leisten, dann will ich das respektieren, aber dann ist meine Aussage dahinter, dann hast du die letzten 30, 35 Jahre noch nicht verstanden, deine Zeit sinnvoll zu tauschen. Weil wer das kann, hat logischerweise mit 35 Jahren noch 5000 Euro mal auf der Seite für irgendetwas. Und ich will auch Menschen helfen, diese Zeit zu tauschen, weil ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele Glaubensmuster vorherrschen, die nicht stimmen. Ja? Ich bin zum Beispiel ein absoluter, ich habe sogar ein Buch über Networking geschrieben, aber ich bin ein Anti-Networker, weil ich glaube, die meisten machen Networking vollkommen, ja, so Kaffeetrinkensmäßig. Ne? Lass uns mal trinken gehen, dann trinken die Kaffee 3 Stunden, und quatschen gucken, rum. Gucken, wie man Synergieeffekte nutzt. Genau, so der typische Spruch. Und dann stellt man fest, dass man keine Synergieeffekte hat, aber mit anderen Abreise einen Tag schon mal verloren hat. So. Also ich habe zum Beispiel auch so einen Deal, gut, das geht jetzt in meiner Position vielleicht ein bisschen leichter, aber ich habe so einen Deal mit meiner Familie geschlossen, dass ich das Privathaus nie verlasse, nur unter 2 Bedingungen. Bedingung 1, die Familie fährt mit. Bedingung 2, ich kriege Geld dafür. So. Aber ich will nicht rausfahren, um mich mit Menschen zu treffen, um nur mal so zu schnacken. Da würde ich gleich noch drauf hinaus. Ich habe da ein sehr schönes Zitat gehört, das gibt es gleich aber erst. Okay. Ja. Von dir persönlich. Eine letzte Frage, ja, zu dem Thema gerade. Also, wir sind sehr, sehr glücklich, dich für unsere Business Factory gewonnen zu haben, weil genau dieses Wissen, glaube ich, für Selbstständige enorm wichtig ist. Du wirst über das Thema Positionierung, ja, sprechen bei uns. Was ich ganz interessant finde, du sprichst gerade auch von Spezialisierung, so habe ich das rausgehört. Man sollte sich spezialisieren mit einer Fähigkeit. Es herrscht ja auch die allgemeine Meinung am Markt, auch zum Thema Speaking oder generell das Thema Expertentum ist es wichtig. Ich kann nur Expertentum erlangen und das auch kommunizieren, auch so am Markt wahrgenommen werden, wenn ich eine Spezialisierung habe, wenn ich eine möglichst spitze Positionierung habe. Du hast keine spitze Positionierung. Nein, und ich bin auch ein großer Gegner von dieser spitzen Positionierung, okay, oder von diesem USP, Unique Selling Proposition, wie es so schön heißt. Und es ist nämlich ein Unterschied zwischen exzellent sein in etwas. Ja, also ich bin exzellent darin, hoffe ich zumindest mal in ein paar Vorträgen und so weiter, auf dem Weg dorthin, will da das schon bescheiden ausdrücken. Aber ich bin ein Feind von USP. Warum? Weil ich glaube, dass USP in vielen Bereichen, insbesondere im Speaking-Bereich, die Aufträge zerstört. Ja? Also Beispiel, ich habe all die Herrschaften ja auch beraten, die heute relativ erfolgreich sind in diesem Markt, aber früher gab es zum Beispiel niemanden, der für Verkauf stand. Da haben sie sich alle spezialisiert in Hard-Selling und Soft-Selling und Love-Selling und Haptik-Selling und ich weiß nicht was und sind alle nicht weitergekommen, bis ich dem mal gesagt habe, Mensch Freunde, wie wäre es einfach mal mit Verkauf? Ja, weil gerade so heterogene Zuhörerschaften, die wollen nichts über Soft und Love und Haptik, die wollen einfach nur mal Verkauf. Und jetzt kommt im Speaking-Geschäft ja noch dazu, es kommt ja eh jeder dran. Ja, also ich habe mich früher nie für Motivation entschieden, obwohl ich es wollte, weil damals gab es meinen Kollegen Jörg Löhr und da habe ich gedacht, mein Gott, da gibt es ja schon Jörg, kannst du nicht mehr selber. Und es ist Quatsch, weil der Jörg wird von mir aus 2018 gebucht und ich werde 2019 gebucht und der nächste 2000. Aber dann höre ich gerade raus,
man sollte sich nicht zu spitz positionieren, aber zum Thema Verkauf zu positionieren, ja, oder Thema Motivation, okay, oder Thema, ja, Digitalisierung, ja, ist doch eine Positionierung. Ja, okay, also, aber, also, dann sagen wir ja, es ist eine, ja, okay, aber es ist eine Positionierung, aber immer noch nicht für mich dieser USP. Also, USP hast du ins Spiel gebracht von, okay, vom Begriff her. Stimmt, was ist der, ja, Unterschied USP und Positionierung, nee, oder spitze Positionierung? Also die Positionierung wäre für mich einfach, dafür stehe ich. Mhm. Ja? Und USP heißt ja übersetzt Alleinstellungsmerkmal, würde, mhm, also heißen, da gibt es keinen anderen mehr. Okay. Also ich suche mir eine Nische, die so eng ist, was keinen mehr gibt. Und Positionierung heißt, also eben, es gibt, keine Ahnung, 2 Dutzend Motivationsspeaker, meine Positionierung auch, wie viele andere, aber mein USP wäre dann Motivationsspeaker für Zahnkliniken unter Berücksichtigung der Sonneneinstrahlwinkels, ja, der ich nicht verstehe. Du hast vorhin gesagt, du gehst nur aus dem Haus, wenn die Familie mitkommt oder wenn man Geld verdient. Du hast ein schönes Zitat mal gesagt, wenn man dabei sein, wer mit mir ein Bier trinken gehen möchte, der muss dafür zahlen. Wie meinst du das? Ja, also ich möchte fürs Bier trinken nicht bezahlt werden, aber... Also, das war eine Metapher, ja? Das, ja, kann man, ja, doch wieder, ja, schön, ja, sagen. Ja, also, dann ist das richtig so. Ja? Ja. Weil ich natürlich ganz, also ich meine, in unserer Position kriegst du, glaube ich, am Tag mindestens 2 Anfragen, wo Menschen sagen, hey, wollen wir nicht mal ein Bier trinken gehen oder wollen wir nicht uns treffen oder wenn du mal da bist herzlich eingeladen. Das heißt für mich zwischen den Zeilen gesagt, ich bräuchte eigentlich eine Beratung von dir, will die nicht bezahlen, aber ich lade dich auf ein Bier ein, was ja auch ein Discount auf die eigene Person ist, und mache das dementsprechend. Und das mache ich tatsächlich, ja, nicht. Also das sage ich ganz klar. Aber ich glaube, dass du tatsächlich auch jemand bist, der nicht wahnsinnig viele Beziehungen pflegt. Ist das richtig? Dass, ja, du schon, sage ich mal, ja, auch froh bist, wenn du dann von der großen Bühne kommst und dich zurückziehen kannst in deine eigene Welt? Ja, also erstmal bin ich ein einsamer Wolf. Ich bin ein extrem introvertierter Mensch. Auch wenn das logischerweise keiner weiß, weil man mich halt nur so sieht, wie man mich sieht. Ich hasse Smalltalk, ich kann mit Menschen schlecht umgehen. Ich bin eine schlechte Führungskraft. Ich sage immer, meinen Vortrag zu halten ist leicht. Das Essen davor und danach ist das, wofür ich das Geld bekomme. Wie begründest du das? Naja, was glaubst du, wo das herkommt? Also zum einen, glaube ich, war ich halt bisher schon auf 3.800 Gala-Essen eingeladen. Irgendwann wird es langweilig, was mag das sein? Zweitens finde ich so die Gespräche sehr ober. Also die klassische Frage, sage ich immer, Herr Scherer, wir haben den Akzent gehört, wo kommen Sie her? Also ich habe schon 7 Millionen Menschen erzählt, wo ich herkomme, ganz wichtige Situation. Da tue ich mir schwer. Und ich bin gern für mich allein. Also ich bin auch gerne allein auf meinem Hotelzimmer und denke ein bisschen drüber nach oder was auch immer. Also ich mag diesen Trubel nicht. Aber da ich ihn beruflich eben so stark habe, habe ich ihn logischerweise privat dann abgewählt. Und ja, Beziehungen habe ich fast. Also ich habe fast keine Freunde, was aber einfach auch daran geschuldet ist. Ich war jetzt 25 Jahre als Redner unterwegs. Das heißt, ich habe ja 3 Jahre noch nicht mal eine Wohnung gehabt. Also ich habe im Hotel gelebt. 270 Hotelübernachtungen allein beruflich gesehen. Du wirst halt von Freunden 10-mal zum Geburtstagsfest eingeladen, wenn du beim 10. Mal immer noch abgesagt hast, weil du gerade einen Auftrag hast und ich hatte jeden Tag einen, beim 11. Mal wirst du dann eh nicht mehr eingeladen. Ja, und insofern ist mein Freundschaftskreis gering geworden. Ist das der Preis, den man zahlt, wenn man sein ganzes Leben auf Erfolg optimiert und alles streicht, was nicht diesen Erfolg das maximal? Ist einer der Preise, den man zahlt. Ich glaube, man zahlt noch einige andere, die ich mir jetzt nicht bewusst bin, aber natürlich zahlst du viele Preise. Wobei da war der Preis ja auch dem geschuldet, extrem erfolgreich werden zu wollen, extrem schnell 5 Millionen abbauen zu wollen. Und natürlich auch, es gibt sicherlich erfolgreiche Menschen, die tolle Freunde haben, aber mit so einer Reisetätigkeit verbunden ist das in der Regel nicht der Fall. Aber du hast dich dafür bewusst entschieden, das kann man, glaube ich, schon sagen. Du hast, glaube ich, zu Spitzenzeiten 250 Vorträge gehalten. Ja. Gut. Ich glaube, um über die Runden zu kommen, ja, kommt man auch mit weniger Vorträgen aus. Das war schon eine bewusste Entscheidung, oder? Die hatte ich da jahrelang. Es war eine Entscheidung, aber keine bewusste. Also, okay, also ich habe das ja nicht kalkuliert. Weißt du, wenn du die Schulden nimmst, dann bist du am Panikieren. Also da, gut, aber die Schulden, das ist ja fast 20 Jahre zurück. Ja, dann war ich halt drin. Letzten 20 Jahre. Ja, stimmt, dann war es gerade so schön. Ne? Aber es war dann auch nicht mehr bewusst. Also, dann bist du halt wirklich in dem Hamsterrad drin. Und, also, mir gefällt dir auch mein Job. Und bis ich dann Vater geworden bin, bin ich da auch nicht mehr raus. Und ich glaube, ich wäre auch nie wieder aus diesem Hamsterrad raus, wenn dann nicht meine Tochter auf die Welt gekommen wäre und ich dann wirklich auch mal gesagt habe, Mensch, das sind, glaube ich, Dinge, in denen, oder das, ich glaube, da können sich viele Menschen identifizieren, gerade Menschen, die sehr erfolgsgetrieben sind, die auch sehr erfolgreich sind. Du sprichst von diesem Hamsterrad. Magst du mal sagen,
Weißt du heute, vielleicht auch mit ein bisschen Abstand, wir kommen gleich noch auf die letzten Jahre zu sprechen, wo du, glaube ich, diesem Hamsterrad zumindest ein Stück weit, glaube ich, entrinnen konntest, wie man in so ein Hamsterrad reingerät und warum man nicht merkt, dass man überhaupt in diesem Hamsterrad drinsteckt? Naja gut, unser Leben ist ja ein perfekt inszeniertes Ablenkungsmanöver. Ja, also wir sind ja Menschen, die keine Klarheit vertragen und auch nicht klar zu sich selbst sind. Ja, also mir hat mal ein Kollege zu mir gesagt, wir Menschen belügen uns alle selbst, anders könnten wir unsere Existenz gar nicht aushalten. So. Und da ist schon was Wahres dran. Also jeder von uns legt sich doch sein Leben so zurecht, wie er sich's zurechtlegt. Ja? Und hat dann Begründungsstrategien, warum das so oder so ist. Und so, glaube ich, entstehen natürlich auch Hamsterräder, ja? Weil du natürlich auch Dinge machst und weil sie dann auch einfach sind. Also wenn du eben mal 500 Vorträge gehalten hast, dann brauchst du über den 600. nicht mehr nachdenken. Also dann bist du da drin, vielleicht wäre es schlauer gewesen, sich dann schon wieder was Neues anzueignen, was anderes zu machen. Aber wir alle haben ja eine gewisse Trägheit und Faulheit, vielleicht auf unterschiedlichen Niveaus. Ne? Und wenn es eben das Niveau ist, dass du halt das machst, was du gut kannst. Und so entwickeln sich Hamsterräder. Und natürlich auch bei mir. Ganz klar. In deinem, ich glaube, letzten Buch ist es Glückskinder. Nicht das letzte, aber mein meistverkauftes, mein beliebtestes Buch. Aber auch noch ein recht junges Buch, ja, verhältnismäßig. Ja. Da beschreibst du in einer Passage sehr intensiv, dass du letztendlich nie so richtig glücklich bist, nie so richtig zufrieden bist, obwohl du dich als, sag ich mal, außen betrachtet als erfolgreich bezeichnen würdest, fühlst du dich letztendlich nie wirklich erfolgreich und nie wirklich zufrieden. Stimmt. Also Marcel Reich-Ranitzky hat mal so schön gesagt, ich bin nicht glücklich, ich war es noch nie. Und das hört sich zwar nicht sehr schön, aber ich bin leider auch ein Mensch, der extreme Ansprüche hat. Ich kann wenig feiern. Es sieht zwar immer so toll aus, wenn man da wieder in New York ist bei einer Veranstaltung und so weiter und so fort. Also ich glaube, manche Menschen meinen ja, dass ich mein Leben nur noch feiere. Aber ich tue das nicht und ich tue mir sehr, sehr schwer, glücklich zu sein oder Glück zu empfinden. Ich lerne es jetzt immer mehr. Also als Vater beginne ich das erste Mal überhaupt Gefühle zu erleben. Ich war jetzt letzten Sonntag im Kino, ich weiß gar nicht mehr, also irgendwie Wendy, die Pferdeliebhaberin. Aber ich sitze dann da drin in diesem Kino und heul 90 Minuten nonstop darunter. Das ganze Familie schaut immer rüber, Hermann hat wieder Schnupfen. Ja. Also das lerne ich jetzt gerade das erste Mal, so Gefühle abzufinden. Ist es nicht eigentlich das größte Ziel im Leben, glücklich zu sein? Also wenn wir jetzt über Erfolg und Fokussierung und Optimierung sprechen, sollten wir nicht unser Leben auf glücklich sein optimieren? Ich weiß es nicht. Also jetzt machen wir, ich lehre ja auch an vielen philosophischen Hochschulen, da könnten wir jetzt viele Stunden drüber füllen. Ein bisschen Zeit haben wir. Ja, also natürlich ist es ein Ziel, aber ich glaube, dass das Glück wirklich Momentaufnahmen sind. Ich glaube, dass wir Menschen unser Leben überschätzen, wenn wir den Anspruch haben, immer glücklich zu sein. Schwarz und weiß, hell, dunkel, Yin, Yang. Ich glaube, es braucht viel Unglück, um Glück zu erfahren. Und dann, glaube ich, haben wir tatsächlich noch ein paar ganz andere. Es braucht viel Unglück zu erfahren. Naja, wie alles. Also schau, wir können den Sommer nur schätzen, wenn wir den Winter kennen. Wir können Tageslicht nur schätzen, wenn wir die Dunkelheit kennen. Es braucht immer den Gegenpol, um das andere als wert zu verstehen. Also ich glaube, wenn wir nur Sommer hätten und gar nicht wüssten, dass es mal kalt sein kann, wäre halt immer nur Sommer. Es wäre zwar grundsätzlich vielleicht schöner, aber nicht mehr so schön ohne den Gegenpol. Und ich glaube, dass Glück nur deswegen auch da ist, weil wir auch Zeiten des Unglücks haben. Ja, weil wir Zeiten der Trauer haben und weil unser Leben ja interessanterweise kein Ponyhof ist und wir uns ja sehr, sehr stark programmieren mit diesen Aussagen wie das Ernst des Lebens und all diese Dinge, die wir ja auch so häufig hören. Ich glaube, dass wir als Menschheit an einem Entwicklungsstadium sind, das noch sehr tief unten ist. Guck mal, das ist die erste Generation jetzt, die sich die Frage über so eine Sinnfrage stellen kann. Also alle Generationen vor allem sind die Frage gestellt, wie kann ich überleben, dass ich nicht verrecke, dass ich halbwegs alt werde und so weiter und so fort. Die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, sind, ich übertreibe ein bisschen, sind fast alle Millionäre, weil wir fast alle in der Erbengesellschaft sind, alle irgendwie schon einen Haufen Geld, mehr oder weniger zumindest in Form von Immobilien bekommen, wenn die Eltern sterben. Die stellen sich ganz andere Fragen. Und ich glaube, dass wir uns gerade im Thema Gesundheit, Spiritualität noch weiß Gott wohin entwickeln. Und einfach auch ist das nicht genau die Generation, genau die Chance, die uns sozusagen aktuell bietet, sich genau mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen und ja, da vielleicht schon den Status zu bekommen, dieses Glück auch ohne das Unglück zu erleben? Natürlich, ja. Aber auch die Generation wird noch nicht
durchgängig glücklich sterben. Das ist Gott, und Gott sei Dank wahrscheinlich. Also andersrum, all die großen Menschen, die ich erleben durfte, hatten immer eins gemeinsam, sie haben auch große Päckchen zu tragen gehabt. Und gibt ja diesen schönen Spruch, Gott schenkt uns immer einen großen Rucksack voller Probleme und der Rucksack individualisiert und adaptiert genau auf die Tragegröße, die du verkraften kannst in deinem Leben. Und zwar so groß, dass er dich fast in die Knie zwingt, aber eben nur fast, um damit aus deinem Leben eben ein Meisterwerk zu machen. Was sind die Päckchen, die du heute noch mit dir rumtragen musst? Naja, also sagen wir so, also gut, mein Schuldenpäckchen war sicherlich das Schlimmste, das habe ich jetzt mal abgetragen. Jetzt glaube ich, darf ich das Päckchen abtragen und mir die Frage stellen, wie kriege ich jetzt wieder die Birne da oben auf normal Null und lerne eben gerade das Glück. Und bin mit einer sehr, sehr spirituellen Frau verheiratet, erlebe Dinge, die ich früher nicht geglaubt hätte, erlebe Wunder täglich, von denen ich früher gesagt hätte, dass sie... Magst du uns eins teilen? Naja, ich kann dir insofern sagen, aber bitte jetzt wird's, da muss ich mich jetzt wirklich entschuldigen bei allen, die da zuhören, weil ich auch verstehen kann, wenn jeder sagt, der spinnt jetzt vollkommen, aber ich kann nur wiedergeben, was ich erlebe. Ich bin mit einer Frau verheiratet, die hellsichtig ist, die hellfühlig ist, die mit bloßen Händen operiert. Wir haben Menschen, die kommen vollkommen krank und voller Krebs zu uns und gehen nach einem Tag gesund nach Hause, inklusive Bestätigung der Schulmedizin, dass dieser Genesungsprozess stattgefunden hat. Dann sind das Dinge, die ich nicht erklären kann, aber es sind Dinge, die ich wirklich voller Demut und Dankbarkeit annehme. Immer noch ein Kopfschüttler dabei, aber mittlerweile weiß, dass es funktioniert. Ich bin beeindruckt, wie locker du dann doch über das, wie du selbst sagst, es mutet vielleicht von außen verrückt an, was du da sagst, oder wie ein Wunder an. Du redest doch heute so locker drüber. War das immer so? Nein, also heute nicht locker drüber, weil ich jetzt millionenfache Beweise erlebt habe, halt schon den dutzendsten Kranken erlebt habe, der geheilt wurde und ich weiß nicht was alles. Am Anfang dachte ich, ich muss meine Frau in die Klapse einweisen oder sowas. Also ich fand das Humbug und Charlatanerie und ich weiß nicht was alles. Ich habe da mehr als den Kopf geschüttelt. Aber heute, also ich bin mürbe geworden durch Beweise. Ja, also wenn du diese Wunder täglich erlebst und ich erlebe sie täglich in vielen, vielen Arbeiten, das war auch der Grund, wo ich es erstmal merken durfte, da gibt es noch mehr zwischen Himmel und Erde, als was wir uns so klassischerweise vorstellen können. Und das sind Dinge, die mich extrem interessieren. Und wo ich bin ja mittlerweile auch oft der Assistent meiner Frau, wenn die ein Seminar gibt, dann darf ich so ein bisschen, ich sage mir, ein Köfferchen tragen, ein bisschen auf sie aufpassen. Und ich lerne da so viel, das finde ich großartiger, als selbst auf der Bühne zu stehen und die Rampensau zu sein. Du kennst deine Frau seit 8 Jahren etwa? Ja, 10. Also, 10 Jahre? Ja. Knapp 10. Hat sie dir den Zugang zur Spiritualität erst gezeigt, ermöglicht, oder warst du vorher auch schon spirituell? Nein. Also ich wusste nicht mal, wie man Spiritualität schreibt. Also, nee. Also die Ecke war weit weg. Nein, sie hat mir den Zugang zu 100% gezeigt. Wie ist so ein Verlauf über 10 Jahre? Wie muss ich mir das vorstellen? Ein Mensch, der voll auf Erfolg gepolt ist, voll auf Optimierung, im Scheinwerferlicht steht, rundum zumindest von außen erfolgreich aussieht, nach innen, du hast es selbst gesagt, sich eher als unerfolgreich empfindet. Was passiert mit einem Menschen, der, du hast sie nämlich nur kennengelernt, sie ist heute deine Frau, Mutter von 2 Kindern, von 2 deiner Kinder. Wie ist da so ein Verlauf in den 10 Jahren? Wie muss ich mir deine persönliche Entwicklung da vorstellen? Naja, also weißt du, der allererste Satz im Buch Glückskinder, das erste Sätzchen heißt ja, ich halte mich für ziemlich erfolglos. Und das ist keine Koketterie, weil, also jetzt haben wir, natürlich bin ich in dem, was man unter Erfolg versteht, erfolgreich. Und ich habe da meine Schulden abgebaut und habe ein bisschen Geld verdient und so weiter. Und ich habe einen Sportwagen gekauft und hurra. Ja. Aber die Frage ist ja wirklich, wie definierst du logischerweise Erfolg? Und ich glaube, dass es eine Ebene ist, die schwer zu nehmen ist. Erstmal eine finanzielle Unabhängigkeit zu haben, damit Freiheit zu haben. Aber das kann es ja dann doch nicht sein. Und das war natürlich auch der Entwicklungsprozess. Ich finde es natürlich wesentlich faszinierender, wie dankbar Menschen werden, die dann vielleicht bei der Sterbebegleitung noch begleitet werden, von denen du kein Geld kriegst oder 50 Euro oder weiß der Kuckuck was. Also es gibt Dinge, die nachhaltiger und wertvoller sind, als logischerweise nur Vorträge zu halten. Und darum glaube ich, definiere ich Glück nochmal neu, definiere Erfolg auch nochmal neu, aber bin da ein Laie auf der Lebensbühne, wo ich noch viel lernen will. Weil ich glaube, dass uns noch ganz, ganz große Wunder bevorstehen. Auch vielen Generationen, die jetzt noch kommen. Und ich glaube, dass wir auch das Thema Spiritualität, diese Verbindung, die wir schon irgendwo haben, noch ganz neu lernen und erfahren dürfen. Hast du heute eine Vision, die du hast? Damals war es, schuldenfrei zu sein. Ich weiß nicht, was es 20 Jahre danach war. Was ist es heute für eine Vision, die du vielleicht hast?
habe ich, ich will mir den Druck nicht mehr nehmen, geben, eine Vision zu haben. Ich hab so banal sind die gar nicht, sind anstrengender als ein paar Millionen zu verdienen. Ich habe so eine Vision, guter Vater zu sein und solche Dinge. Und jo, also manchmal glaube ich, dass betriebliche Visionen leichter sind als solche, das immer richtig zu machen. Aber ja, also das wäre so meine Vision. Und natürlich auch jetzt habe ich viele Jahre an mich gedacht, auch mal ein bisschen an die anderen zu denken. Mal gucken, wie das funktioniert. Hast du für dich persönlich, für deine persönliche Entwicklung Ziele, Visionen? Ich will wieder... Also gute Vater zu sein ist eines davon, klar, sicherlich? Nein, also was ich schon machen will, also ich habe jetzt gemerkt, man stumpft ab. Ich war jetzt, glaube ich, in jedem Hotel, das es in Deutschland gibt, schon 300 Mal drin, gefühlte Male. Ich will noch ein bisschen was von der Welt sehen, ich will ein bisschen neugieriger wieder werden. Also ich habe mein Leben lang immer auf Fokus ausgerichtet, ich will jetzt genau das tun, was vom Kapitalstock her nicht sinnvoll ist, Abwechslung reinbringen, ein paar Dinge angucken, neugierig sein, ein bisschen rumschnüffeln in der Welt, mal gucken, was da so alles passiert. Das ist spannend, oder? Das ist ja schon ein gewisser Widerspruch, den ich da erkenne. Auf der einen Seite, um erfolgreich zu sein, voll der Fokus, Nein sagen, ja. Sicht voll auf etwas. Und jetzt bricht bei dir seit einigen Jahren so eine neue Richtung an, der Defokussierung. Naja, also es liegt natürlich da, weil ich bin, also eins meiner Bücher heißt Jenseits vom Mittelmaß, also ich bin ein ultraradikaler Menschen alle. Ja, also ich merke dann schon, wenn Erfolg, dann halt richtig, eben auch gezwungen, 5 Jahre Gas geben und so weiter. Aber ich bin dann auch einer, wenn dann die Welt entdecken, vielleicht auch wieder richtig. Ne? Also bei mir mache ich es ja schon, ich fliege jetzt einmal im Jahr ja schon immer mit so Leuten in eine Schauspielschule nach New York. Nächstes Jahr werden wir, keine Ahnung, also vielleicht 200 Leute sein oder sowas, die da mitfliegen. Also da passiert schon eben etwas. Aber ich mache da eben auch Dinge, die wirtschaftlich gesehen weniger sinnvoll sind, aber dafür eben auch mehr Spaß machen. Ja. Mhm. Du hast gerade New York angesprochen. Was erlebt man in New York mit dir? Vieles. Also New York ist wirklich die Stadt, die ich am allermeisten liebe. Ich war jetzt, darf es gar nicht erzählen, ich glaube, ich war jetzt 91 Mal drüben. Also ich kenne keine Stadt besser als New York. Und wir machen da zwei Dinge, die besonders sind. Zum einen sind wir bei Lee Strasberg, also die Schauspielschule der Welt. Ich kannte die gar nicht, aber jeder Schauspieler träumt davon, dort mal zu sein. Haben Schüler aus 270 Ländern dieser Erde. Ich glaube, es gibt ja gerade nur ein paar mehr als 270 und haben jetzt wieder Oscar-Verleihung. Also die meisten Oscar-Preisträger, die jemals ein Institut hervorgebracht hat, kommen von Lee Strasberg. Und da machen wir 3 Tage Schauspielunterricht, also großes Kino, weil ja die sagen, Schauspiel ist kein Schauspiel, sondern wirklich die Fähigkeit, diese Gefühle wirklich zu haben und sie nicht zu spielen. Also wenn jetzt der Begriff Schauspiel per se an sich schon falsch. Und natürlich mache ich dann auch noch ein bisschen drumherum Programm, auch ein Grenzen überwinden in New York, weil es gibt für mich keine Stadt, die aufregender ist. Und eine Teilnehmerin hat so schön gesagt, und es trifft so schön, sie hat gesagt, die hat die E-Mail auf dem Rückflug geschrieben, hat geschrieben, als Kätzchen hin und als Tiger zurück. Und es geht ja in so einer Stadt nicht nur darum, dass du unheimlich viel erlebst und lernst. Wir machen ja eben Schauspielunterricht, dann gehen wir in die Shows, dann gehen wir zum Abendessen und in der Show ist dann oft nochmal der Schauspieler, der uns vielleicht den Unterricht sogar gegeben hat, machen dann eine Private Audition in den Shows. Also erleben da wirklich Dinge, die man so nicht erleben kann oder nicht einfach so erleben kann und auch nicht nur gegen Geld bezahlen kann. Und dann macht so eine Stadt ja etwas mit einem. Ja, also unabhängig dessen, was du lernst, du kommst anders zurück. Also für mich ist New York eine Energie, nicht kein Räuber, sondern Energiegeber ist mir zu wenig, so eine richtige Vitaminbombe, die dir ins Hirn reinspritzt, dass du sagst, wow, I'll never forget. Da möchtest du mal gerade in New York sein, wenn du das so erzählst. Bitte gern und du bist herzlich eingeladen, wann immer du willst, sehr, sehr gerne. Können wir ein kleines Spiel machen? Ja, bitte. Du musst dich entscheiden, selber fahren oder fahren lassen. Du hast es eigentlich schon vorweggenommen. Fahren lassen. Fahren lassen, natürlich. Doch dazu bin ich, ich würde beim Fahren E-Mails checken und Facebook, also fahren lassen macht Sinn. Lieber die Stadtwohnung oder lieber ein Häuschen auf dem Land? Ich habe ein Häuschen auf dem Land, also würde ich jetzt die Stadtwohnung zur Abwechslung wählen. Beides am besten. Hund oder Katze? Katze. Was ist dir lieber, eine Woche Wellness schön durchentspannen oder 20 Vorträge an 7 Tagen? Und dann nehmen wir mal die 20 Vorträge. So in der Welt, ja, 20 Vorträge, bitte, um Gottes Willen. Machst du gerne Wellness? Kannst du so richtig entspannen? Nee. Ich habe einmal in meinem Leben war ein Masseur an meinem Körper dran,
fühle ich mich heute noch irgendwie begrapscht oder nicht. Nein. Also, nee, mit Wellness ist es da rumliegen und nichts tun. Also dann bitte, ja, Wellness, aber mit Computer und Buch schreiben und dann kann der da auch irgendwie rumdoktern oder sowas. Aber nee, Wellness zum Wellness, 20, 30 Vorträge. Bier oder Wein? Beides zusammen. Also zuerst ein Bier, dann Wein. Tennis oder Golf? Gibt es Après-Tennis? Also Golf würde ich sagen Golfhaus und beim Tennis würde ich Après-Tennis sagen. Im Clubheim? Im Clubheim, ja. Also, und wenn, dann Golf. Ja. Ja. Hast du Hobbys? Machst du Sport? Nein. Ich habe mein ganzes Leben noch nie Sport gemacht. Noch nie. Und habe jetzt vor 12 Monaten begonnen mit einem Personal Coach, der 3-mal in der Woche kommt und dafür sorgt, dass meine Figur wieder Dinge zurückerobert, die mir im Spiegel nicht gefallen haben. Wie kann das sein, dass du nie Sport gemacht hast? Als erfolgsorientierter Mensch. Ich war eine Frühgeburt, bin mit 900 Gramm auf die Welt gekommen, war dann viele Wochen im Brutkasten gelegen und eigentlich war klar, dass ich sterben werde. Und bin tatsächlich sogar von so einer Krankenschwester auf den Namen Wolfgang Not getauft worden, weil klar ist, dass ich es nicht überleben werde. Und meine Eltern haben es geschafft, mir bis zu meinem 18., 20. Lebensjahr einzureden, dass ich unterentwickelt bin, körperlich nicht funktionsfähig bin und nicht richtig lebensfähig bin. Und da war klar, dass Sport sowieso bei so einem Krüppel nicht wirklich angebracht ist. Wie muss ich mir deine Jugend, deine Kindheit vorstellen, wenn da so ein Mindset, so ein Gedankengut herrscht über dich, über deine Fähigkeiten? Die war schon, sonst war die, glaube ich, schon relativ normal, aber dieses Mindset war tatsächlich da. Also das irgendwie, frage mich nicht warum, aber es war immer so, körperlich kriegt er nichts hin. Und ich habe auch körperlich nie was hingekriegt. Ich war dann schon einmal beim Skikurs oder sowas, aber es hat dann alles nie so wirklich funktioniert. Und tatsächlich habe ich dann mein Mindset über Sport bis eben jetzt vor kurzem so gehabt. Aber jetzt mache ich mittlerweile vieles übertrieben. Der kommt 3-mal in der Woche und jetzt habe ich mir ein Laufband gekauft, weil ich finde Laufen auf dem Band ehrlich gesagt viel spannender als in der freien Natur. Habe mir ein Fahrrad gekauft mit Motor. Aber immerhin, macht Spaß. Ich glaube persönlich, dass man sehr stark geprägt ist von seiner Kindheit und vor allen Dingen über die Gedanken, die man einem vorgelebt oder auch die man übertragen bekommen hat, sage ich mal. Glaubst du, dass sich das auch in anderen Bereichen geprägt hat, diese Kindheit, auch vielleicht mit dieser Vorgeschichte? 900 Gramm, das muss man quasi, was ein normales Durchschnittsgewicht ist. Ich glaube, wenn man unter 2 Kilo ist, ist das schon unglaublich. 900 Gramm, ich wusste nicht, dass man dann überlebensfähig überhaupt ist. Vielleicht waren es auch dann doch 980 oder irgend sowas. Aber also grundsätzlich glaube ich schon, dass unsere gesamte Lebensstruktur aufgebaut ist auf Glaubensmustern, die logischerweise alle lebensunförderlich sind. Ja, also nehmen wir nur unser Schulsystem. Unser Schulsystem ist darauf aufgebaut, damals im preußischen Sinne, Arbeiter zu einer guten Arbeiterklasse zu entwickeln, aber nicht Menschen zu mündigen und selbstverantwortungsvollen Menschen zu entwickeln. Und auch heute, ich glaube, die Grundtugend von uns allen wäre Mut. Also Churchill sagte mal so schön, Mut ist die wichtigste Eigenschaft von allen, weil ohne Mut machst du nichts, egal was. Also ist Mut der Keller eines Wachstums. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass unsere Kinder unterrichtet werden von Menschen, die den Mut abgewählt haben, weil sie sich ja für die Sicherheit entschieden haben, für den sicheren Beamtenstatus, dann glaube ich, sind das per se Systemfehler, die nur dazu führen können, dass wir Glaubensmuster uns aneignen, die so keinen Sinn machen. Das fängt damit an, dass... Welche Glaubensmuster hast du für dich entdeckt, die du vielleicht auch mal beenden konntest? Also das Sport hast du gerade schon genannt. Gab es andere Glaubensmuster, die dich stark geprägt haben? Also ich glaube schon, dass wir alle mehr oder weniger das Glaubensmuster in uns tragen, dass wir nichts wert sind. Also ich kenne wenig Menschen, die... Hast du das gehabt, dieses Glaubensmuster? Ja, klar. Ich kenne fast niemanden, der das nicht hat. Also ich habe das auch heute noch bei ganz vielen Mentees, die ich habe, da arbeiten wir nicht am Marketing, da arbeiten wir nicht daran, was er zu tun hat, da arbeiten wir daran, dass er Selbstvertrauen hat. Ja? Und mit Selbstvertrauen, das wird ja auch meistens falsch verstanden, mit Selbstvertrauen meine ich ja nicht diese Nummer mit Selbstvertrauen, Uga Uga, ich habe Selbstvertrauen, sondern die Fähigkeit, sich selbst vertrauen zu können. Also zu wissen, wenn du in einer schwierigen Situation bist, ich kann mich da wieder sozusagen rausziehen. Ja? Also ja, das sind Glaubensmuster, die wir alle haben. Oder
Und ich glaube auch, dass wir ein Glaubensmuster haben, dass wir kein Geld verdienen dürfen, ein Unbewusstes. Also wir wollen zwar viel Geld haben, aber uns wird ja auch der Lebenshorizont nicht gezeigt. Ja, also ich weiß noch, mein erster Job, da habe ich 2000 Mark im Monat verdient. Ja. Und ich wusste damals, an dem ersten Monat, dass ich jetzt reich bin. Ja. Und mir war vollkommen klar, dass ich dieses Geld nie ausgeben kann im Monat. Also das war für mich ein Mehr an Finanzen. So. Ist es dir gelungen? Es ist mir gelungen, ja. Und heute sagst du natürlich, mein Gott, was soll das? Aber das hat was mit dieser Selbstwirksamkeit zu tun und auch mit der Selbstwirksamkeitsüberzeugung, von dem ich glaube, dass es die meisten nicht haben, eben zu merken, dass sie was bewirken können. Drum bin ich so ein großer Freund zum Beispiel von eBay gewesen. Nicht wegen der Handelsplattform, sondern eBay war für mich ein Selbstwirksamkeitswerkzeug. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen das erste Mal erlebt haben, ich kann ja verkaufen, ich kann ja unternehmerisch denken, ich kann ja was bewirken, weil sie ihre 5 Bierkrüge aus dem Speicher bei eBay vertickt haben. Ja. Und wir brauchen viel mehr solche Tools, Werkzeuge oder auch wie eure Akademie für Unternehmer und Selbstständige, die denen helfen, diese Wirksamkeit zu erlangen und auch die Überzeugung davon zu erlangen, dass sie das können. Du hast, glaube ich, ein sehr spannendes Verhältnis zu Geld. Weil auf der einen Seite hast du, glaube ich, immer viel Geld verdient, auch wenn du davon erstmal was abtragen musstest an Schulden. Du hast 250 Speakings zur Spitze gemacht, du machst viel Seminargeschäft, hast Unternehmen gehabt. Ich unterstelle dir, dass du viel Geld verdient hast. Du erlaubst dir einen gewissen Luxus in Bezug auf, wie du es gerade gesagt hast, du bekommst viel sozusagen Unterstützung, du sourcest viel aus, auch im privaten Bereich sozusagen. Es sind Menschen, die dich fahren, die deine Glühbirnen wechseln etc. Auf der anderen Seite sagst du, dass du sehr minimalistisch lebst. Du hast kaum Wertgegenstände, die du besitzt. Ist das richtig? Ich habe in dem Buch habe ich das ja deutlich geschrieben. Ich habe mal lange Zeit mehr oder weniger, zumindest mental, zu dieser Vereinigung gehört, die heißt 150 oder weniger. Das heißt, du darfst nur 150 Dinge besitzen und da werden Socken und Unterhosen dazu gezählt und mehr nicht. Und ich habe das tatsächlich eingehalten. Das geht in Sommermonaten sehr gut, in Wintermonaten wird es ein bisschen schwieriger. Weil ich tatsächlich das Gefühl habe, du brauchst nichts. Und das Schöne ist doch wirklich, die Dinge gefallen dir doch in der Regel nur so gut, solange du sie nicht hast. Also klar, dann kommt das neue iPhone raus und bist restlos begeistert, aber auch nur bis du es hast und dann ist es halt ein iPhone. Also ich habe teilweise vollkommen minimalistisch gelebt. Also meine Umzugsdauer war 20 Minuten, weil ich konnte mit 2 Taschen, war mein Gesamthab und Gut. Ich habe keine Wohnung besessen, nichts, kein Auto besessen. Es gibt ja Sixt. Ja. Jetzt mit 2 Kindern und Frau sind diese Vorsätze etwas zurückgetreten. Was gönnst du dir mal so Richtiges, Luxushaftes? Also vom Materiellen her so gut wie nichts, weil ich sehe da nicht, ich habe jetzt auch ein Auto, weil man schon eins braucht und so weiter. Nee, wenn ich mir was gönnen würde, dann sind das Reisen. Also es gibt ja immer den schönen Spruch, in der Stunde deines Todes wirst du dich nicht mehr ans iPhone 7 erinnern, aber du wirst dich vielleicht noch sehr wohl an die New York-Reise erinnern, um mal wieder bei dieser Stadt zu sein. Also wenn ich Geld ausgebe, und das kann ich dann auch gut, dann bitte gern für Erlebnisse. Ja, aber eine Stereoanlage brauche ich nicht zu Hause umstellen. Kannst du uns noch ein paar Tipps geben oder unseren Zuhörern und Zuschauern ein paar Tipps geben? Hattest du in deinem Leben einen Mentor, der dich massiv weitergebracht hat, den du empfehlen kannst? Ja, hatte ich. Also den kann ich nicht mehr empfehlen, weil der lebt nicht mehr, aber Willi Zander war das, ein großartiger Mann. Ich habe für den 14 Jahre gearbeitet bei Delcarnegie Training, habe das sehr geliebt und geschätzt. Und ich glaube, dass man sich immer einen Mentor suchen sollte. Ja? Ich bin auch heute noch Mentor manchmal. Aber ich lasse mich als Mentor bezahlen, also ich sehe ein Mentoring als Programm und auch als Geld. Ich halte nichts von Mentoren, die kein Geld verlangen, auch aus dem Grund, weil dann kommt dann so ein bisschen die Altersweisheit dazu und nach dem Motto, ich will da mal was Gutes tun. Aber also mir ist es lieber, dass der Mentor Geld bekommt und dann aber auch eine klare Verpflichtung hat, wirklich auch Gas geben zu wollen, als dass man diese biertrinkenden Mentoring-Programme, lass uns mal austauschen, die sind mir schon wieder zu unfokussiert. Ja. Welches Buch kannst du empfehlen, was dich vielleicht mal richtig weitergebracht hat? Also die wirklich guten Bücher kommen ja nicht von Hermann Scherer, sondern Malcolm Gladwell ist mein absoluter Lieblingsautor. Mein Lieblingsbuch, David gegen Goliath. Kein großer Erfolg in Deutschland, in Amerika war es ein großer Erfolg. Es ist der Mann mit den besten Büchern. Gibt es einen Podcast, den du hörst oder irgendeinen Kanal bei YouTube, den du häufig schaust? Nur Gedankentanken. Und ich will jetzt einen machen, aber ich
da ich ja wiederum eben gefahren werde, höre ich wenig und nutze die Zeit zum Arbeiten. Darum kann ich da nichts empfehlen. Hast du eine Lebensweisheit? Wir haben viele Erfolgsstrategien vorhin von dir gehört. Hast du eine Lebensweisheit, ein Motto, was du lebst und was du auch anderen empfehlen kannst? Ja, also ich habe das von meiner Frau geklaut. Die sagt immer, gib dich ganz und life is a beach. Gib dich nicht ganz und life is a bitch. Und ich glaube, dieses Ganzgeben, dieses es gibt ein Leben vor dem Tod, oder mein Zitat ist ja, das Leben ist keine Generalprobe, das halte ich für entscheidend. Also in der Business-Sprache heißt das dann Exzellenz. Ja? In meiner Sprache heißt das jenseits vom Mittelmaß. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden von der Normalität. Also normal ist der Bruder von halbtot, ist der Bruder von langweilig. Kein Mensch will normal sein. Also hoffentlich schreibt keiner unter das Video beim Kommentar, war normal. Ja? Oder du hältst eine Präsentation und gehst zum Chef, wie war meine Präsentation, der sagt, war normal. Deine Kinder kommen von der Schule heim und im Zeugnis steht, ihr Kind ist, naja, da mag es ganz hilfreich sein. Aber also ich glaube, wir haben genug an normalen Dingen. Ich hatte mal einen Personalchef, der hieß wirklich so, kein Witz, der ist Graf Esterhazy. Und er hat mal gesagt, Mensch, wir brauchen Menschen mit normalem Menschenverstand. Und dann sagte Graf Esterhazy zu mir, genau die braucht man nicht, davon haben wir schon 500 in unserer Firma. Wir brauchen die Radikalen, wir brauchen die Anecker, wir brauchen die Verrückten, wir brauchen die Perversen. Und das stimmt. Lieber Hermann, vielen Dank für das exzellente, nicht normale Interview. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat, dass ihr was mitnehmen konntet, dass ihr das nicht als normales Interview empfunden habt, sondern als exzellent. Euch eine gute Zeit. Danke dir, großartig.